Dann wollen wir doch mal sehen. Nicht schlecht.
Bist du das, Ultima? Was willst du? Der Keim des Willens hat deine Seele befleckt. Doch dein Durst nach Macht bleibt ungebrochen. Mit jedem Schluck, den du kostest, wächst deine Kraft. Und bald erreichst du Vollkommenheit. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du wirst uns aufnehmen, Mythos. Es ist so bestimmt. Deine Existenz dient diesem Zweck und du wirst ihn erfüllen. Niemals! Vergeht. Doch indem du ihn mit dem Bewusstsein verflechtest, wird diese Schwäche negiert. Wir glaubten bisher nur, dein Wille stünde zwischen uns und unserem Leib. Doch wie es scheint, müssen wir erst jeden Faden des Bewusstseins, der ihn stützt, durchtrennen. Dann ist die Zeit der neuen Schöpfung noch nicht gekommen. Wir werden beraten. Danke, Joshua. Die Fluten des Äthers sind wie die reißenden Wellen der Ozeane. Niemand gewinnt ihre Macht dadurch, dass er darin ertrinkt. Ich dachte, Hugo wäre klüger als die anderen, doch auch sein Kopf scheint aus Stein gewesen zu sein. Titan war stark. Eure Majestät. Aber Mythos war stärker. 5 Jahre wurde er von seinem Durst nach Rache getrieben. Klammerte sich an seinen Wahn, während er auf den Abgrund zulief. Man kann sein Wesen nicht durch bloße Willenskraft ändern. Das ist das Privileg des Schöpfers. Der sein Leben gab für den Kopf einer Frau. Ein Narr wie der ganze Rest. Tod eines Mutterkristalls. So gespenstisch wie schön. Medizin, Milord? Ich habe Salben, Tränke, alles preiswert. Nerv mich nicht, du Göre.
Willst du eine verpasst kriegen? Ihr müsst auf eure Gesundheit achten, mein Prinz. Wollt ihr den Dalmekern unsere Kraft vor Augen führen? Überlasst das euren Dragoons. Ich bitte euch, Bahamut nur als letztes Mittel zu erwecken. Der Preis seiner Macht ist zu hoch. Der Kaiser hat die Absicht, die Dalmeker zu hintergehen und das trotz unseres Waffenstillstandes. Noch schöpfen sie keinen Verdacht, und solange ihre Blicke auf mir ruhen, ist ein Krieg noch vermeidbar. Aber nicht nur das. Bahamut ist die Lichtgestalt von Sanbrek. Wenn das Volk in die Lüfte blickt, gibt sein Anblick ihm Hoffnung. Vergib mir, Terence. Wärest du nur mein Kaiser. Aber so. Ich werde immer euer treuer Diener sein. Sollten die Intrigen des Rats die Republik dazu bringen, den Pakt mit uns zu brechen und anzugreifen, würden auch unsere Soldaten vorrücken, ihnen von Norden entgegeneilen. Doch sie wären nicht rechtzeitig dort, um einen Durchbruch im Süden und einen Sturm auf die Chasia zu verhindern. Aus unserer Hauptstadt würde ein Schlachtfeld werden. Tausende Unschuldige würden sterben. Das darf ich niemals zulassen. Immerhin gibt es einen Lichtblick. Ihr werdet nicht gegen Titan kämpfen müssen. Wenn ich nur alle Kämpfe vermeiden könnte. Verzeiht die Störung, Hoheit. Was gibt es? Olivier wurde zum Kaiser erwählt. Was hat das zu bedeuten? Meines Vaters Befehle. Wie lauten sie? Sag schon! Jawohl, Eure Hoheit. Seine Heiligkeit befiehlt, dass Eure Hoheit hier die Stellung hält und... Ja, mein Prinz. Ich muss zum Palast. Ich hol euer Ross. Was denn nun? Verzeiht mein Eindringen, Eure Hoheit. Ich kenne euch. Halt! Vor uns steht niemand Geringeres als der Phönix. Du würdest dir nur die Finger verbrennen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nicht doch. Ich gestehe aber, solch bedeutenden Besuch habe ich nicht erwartet. Wie viele Jahre sind seit der Gedenkfeier vergangen? 20? Ich dachte, ihr wärt tot. Oder seid ihr ein Geist? Da liegt ihr vielleicht nicht ganz falsch. Aber ich lebe.
Noch. Prinz Dion von Haus Lesage. Es gibt viel zu erzählen.